Hallo und recht herzlich willkommen zur dritten Folge vom 17. Mai Livestream. Mein Name ist Stefan und heute müsste ja bei euch Mittwoch sein. Ich hoffe, ihr habt die Feiertage schon gut rumgebracht. Wir sind hier im Bausimulator, also ich und der liebe Simon. Moin Moin. Hallo Simon. Heute ist Mittwoch, ne? Ja, heute ist Mittwoch. Bergfest. Genau. Ah, sehr schön. Na dann. Dann so. Müsste ich rein theoretisch heute in Urlaub reisen, weil wir ab Mittwoch wahrscheinlich nach Holland gehen für die Familie. Nach Holland? Es wahrscheinlich nächste Woche Freitag kein Livestream geben. Genau. Und der liebe Enrico hat auch geschrieben, willkommen hier auch in der Folge, Enrico. Mal schauen, und zwar... Also den habe ich jetzt schön reingesetzt für die ganzen... Realismus, Freunde. Und zwar, Enrico hat geschrieben, wir hatten es ja mit dem Thema Discord und Nitro und Simon und ich haben ja gesagt, brauchen wir nicht machen. Ja, er soll lieber Geld sparen. Er wird sparen und zwar im nächstes Jahr im Januar, so habe ich es ja verstanden, wird er 18 und da möchte er ein Auto kaufen. Na dann, ich vermute mal ein VW GTI, oder? Enrico, oder was kommt dir da in die Garage? So ein, wie heißen die? Hyundai i30 Endperformance oder glaub, so heißen die, glaube ich. Oder kein Hyundai-Freund. Der Enrico. Weiß ich nicht, er schreibt bestimmt gleich, was für ein Autotyp. So. Also, muss man sagen, also vielleicht Freitag wird kein gemeinsamer Stream stattfinden, aber vielleicht machst du einen. Mach ich was. Genau. Das bedeutet allerdings, wenn ich Mittwoch Urlaub gehe, es gibt auch Mittwoch kein Stream von mir. Weil normalerweise habe ich ja immer geplant, mittwochs und samstags neben dem Stream mit dir auch noch. Ja, ich habe es gesehen auf deinem Stream-Kalender. Wie bitte? Ich habe es gesehen in deinem Stream-Kalender. Genau. Und der Stream-Kalender wird wahrscheinlich erst wieder nach den Pfingstferien aktiv oder nächste Woche. Mal gucken, wann wir wieder zurückkommen, weil. Wir machen es relativ spontan. Entweder nur eine Woche oder doch 10 Tage. So, dass wir dann quasi am Wochenende wieder zurückkommen. Und da kann sein, dass ich erst am Samstag komme und dann hätte ich erst am Samstag, also nicht jetzt kommenden Samstag, also nicht einmal, wenn es jetzt die Folge kommt, nicht den Samstag, sondern den danach, quasi Ende Mai. So, also nicht den Samstag, sondern den Samstag. Genau, genau. Den Samstag, der danach kommt. Genau. Das war jetzt ein bisschen schwer zu verstehen, ne? Genau. So. Also du meinst den, Samstag. Den, was müsste das sein? 1. Juni sogar? Ja, der Montag ist der 2., ja, 1. Juni, genau. Uiuiuiui. Es ist schon da drüben. Und platziert da die Träger rein. Nee, geht nicht hier. Doch, es war grün. Bei mir war es nicht grün. Du bist zu weit weg. Jetzt ist grün. So. Das ist ein bisschen doof. Oder sind die Träger vielleicht minimal anders, dass ich sie nur an bestimmte Positionen setzen kann? Weiß das zufällig irgendjemand da draußen? Dann schreibt es in die Kommentare. Also zumindest die jetzt auf dem Boden sind, beide gleich. Hoppala. Ich habe heute, glaube ich, zu viel gefrühstückt.
Weil wenn du mir jetzt mal die anguckst, das sind Betonträger. Ich betone Betonträger. Und wenn ich drauf gehe. Na, gerade eben auch so. Ah, okay, jetzt doch nicht. Gerade eben konnte ich sie noch bewegen. Ja? Ja. Ja. Das heißt, ich habe wohl gut gefrühstückt, ne? Ja, oder du bist einfach nur zu schwer. Ich habe nicht gesagt, warum zu schwer. Es gibt ja auch schwere Knochen. Das war einfach Physik. Wenn man in dem richtigen Winkel, kann ich dir die Welt aushebeln, oder wie war das? Ja, gib mir einen festen Punkt und ich hebe dir die Welt aus den Angeln. Genau. Von wem kam dieser Spruch? Aber was haben die Angler damit zu tun? Von wem? Von welchem? Von welcher Person kam dieser Spruch? Karl Dall. Nein, ich will. Die ganzen Leute, wo Big Bang Theory schauen, die müssten es eigentlich wissen. Kutrapali. Nee, ist irgendwas mit Griechenland. Costa Cordalis. Fast. Costa, ole. Markiert den Bereich Räume. Ja, der Bagger ist im Weg. Wo ist er denn? Hinten. Okay. Ich eile. Nein, es war Archimedes. Oh, du bist da mit dem Arm. Ja, der böse Arm. Dreh mal deine Kabine, genau. Pupp. Heieiei, fertig. Ei. Decke betonieren. Oh, ich drehe den Kran wieder weg. So, und ich springe wieder hier in den Bettungmischer und der Stefan darf dann wieder gießen. Und ich gieße im Sauseschritt und nimm die Liebe mit oder so ähnlich. Oh, ich glaube, jetzt brauchen wir ein bisschen viel Beton, ne? Ein bisschen mehr, ja. Aber nur so minimal mehr. So. Und die Klappe aufmachen. Ohne Klappe auf, keine Beton. Ich mach doch immer die Klappe auf. Ach so, du meinst die Klappe. Ich hab doch nur meine verbale Klappe. Maschine ist leer. Wo bleiben Beton? Wo bleiben Beton? Weiß nicht. Wo bleiben diese? Ah, das ist, müsste jetzt eigentlich unser bisher größtes Projekt sein, ne? Hier, der Bahnhofsbau. Ja. Windrad war, also. Windkraftanlage war ja auch nicht klein. Ne, ich meine jetzt vom Aufwand her. Von den Schütten her schon, ja. Hab ich extra so gemacht, dass da Maximum an Baustütte sind, ne, damit es auch sich lohnt hier.
weißt du, was mir gerade so einfällt? Nee. Irgendwann müssen wir weiterkaufen. Also Fahrzeuge kaufen. Ja, klar, irgendwo schon, ja, wieso? Dass wir uns erweitern können. Ja, es ist ja auch Teil von der Kampagne, die Fahrzeuge zu kaufen, ja. Aber wenn wir da nicht die Kohle haben, dann kann man ein Stück verkaufen, die Anzahl, die man da braucht, und dann geht es weiter in der Kampagne. Also so wie gerade zum Beispiel einmal alles, was mit Teer zu tun hat. Wutsch, kaufen, fertig. Maschine leer. Einmal alles Beton kaufen. Okay, also Enrico hat geschrieben, halt, da ist es besser, dass er sich wahrscheinlich einen Golf holt, 4er oder 6er Golf. Den 5er überspringt er. Und er wollte sich eigentlich einen Gaming-PC kaufen, weil er ja in einer vorherigen Folge das Thema mit, er möchte ja gerne hier mitbauen, wie ich gesagt habe, er muss sich halt diesen Gaming-PC holen, dann kann er hier ran, beziehungsweise er möchte einen Gaming-Laptop holen. So, wir sind einen Meilenstein aufgestiegen. Ich weiß gar nicht, ob es im Bausim auch Crossplay gibt. Ja, also zumindest kann ich das einschalten. Ja, dann gibt es Crossplay. Also dann wird es auch mit einer Konsole gehen. Genau. Hast du gehört, Enrico? Aber weiß ich nicht, PS4, PS5 oder Xbox? Das weiß ich gar nicht. Also ich glaube, Konsole geht alles, ne? Bei Ding. Aber ich weiß nicht, welche Generation. Also meinst Old Gen oder New Gen? Genau. Aber ich glaube, das ist noch Old Gen auch möglich bei Bausim, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Bausim grafiktechnisch oder performancetechnisch so anspruchsvoll ist. Ja. Ja, du kannst übrigens wieder gießen, ne? Okay. Also weiß ich, also rein vom Bauchgefühl, da finde ich es nicht detaillierter wie der LS. Nö. Und der geht ja auch noch auf den Old Gen. Oh, noch. Ja, wenn es Nachfolger gibt, der wahrscheinlich dann nicht mehr. Aber das ist auch gut so, weil dann müssen sie ja mit der Performance ja nicht mehr auf der PS4 und Xbox 360? Nee, doch. Keine Ahnung, wie die heißt, die Xbox da. Achten, sondern da können sie ja gerade mal ein bisschen oder haben sie ein bisschen mehr Performance, wo sie da das Ja. Basisspiel auslasten können. Ja. Und auch vielleicht von den Prozessoren. Thema weiß ich, von der Programmierung her, damit halt das dann quasi besser läuft dann, ja. Und vielleicht nicht alles immer nur von der Grafikkarte abhängt, sondern auch vielleicht auch den Hauptprozessor quasi besser mitnimmt. Für den Grafik und also quasi ein paar Rechenaufgaben, weißt du, im Hintergrund dann laufen. Okay, er hat eine PS4, hat Probleme mit Maps natürlich. Mit den neuen Maps, die laufen nicht so gut auf dem Alter, auf der alten Konsole. Aber dann kannst du ja mal gucken, ob Bausim ja für den Vierer auch geht. Weil dann könntest du ja quasi schon davor, bevor du dir dein Gaming-Laptop holst, hier mitmachen. Ah, ich weiß nicht, ich bin bei Gaming-Laptops immer ein bisschen vorsichtig, weil
was gerade die Wärmeabfuhr bedeutet, ne? Genau. Sind die auch und vor allem halt, da sind die Teile halt kleiner. Ich weiß halt nicht, ja, wie lang da die Stärke dahin kommt, weißt du, von, Naja, obwohl aber Grafikkarte, weißt du, alles kleiner, Arbeitsspeicher auch kleiner. zum Bergfest würde ich mal gern was von dir hören. Zum Bergfest, okay. Dann sage ich mal 3, 2, 1.